Fußball. Natürlich. Ja, hallo zusammen. Darf ich vorstellen, auf der rechten Seite Rainer Gürsch, kommissarischer Abteilungsleiter Fußball, und Wolfgang Rieger, ja, designierter Trainer der kommenden Mannschaften oder der kommenden ersten Mannschaft von der SG Worringen. Hallo, ja, ich würde zunächst mal gerne erstmal hören, wie ihr habt die Mannschaft jetzt abgemeldet. Wir haben alle schon ein Statement von euch gelesen, aber wie ist es jetzt dazu gekommen? Und vor allen Dingen, wie kommt es dazu, dass Wolfgang Rieger jetzt hier am Tisch sitzt und das Schiff wieder übernehmen soll, obwohl er vor wenigen Monaten praktisch von Worringen entlassen wurde? Rainer, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ja, die Situation, warum wir die erste Mannschaft zurückgezogen haben, ist, ja, wer die Saison verfolgt hat, absehbar gewesen. Wobei man aber sagen muss, dass halt mehrere Rätschen unglücklich ineinander gegriffen haben. Das hat mit der Trainerentlassung angefangen, mit den Ergebnissen. Dann im Umfeld ist es nie wirklich ruhig gewesen bei uns in Worringen. Und ja, weiter ist es relativ schwer zu erklären. Also da sind ein paar Sachen, die ich jetzt nicht öffentlich sagen möchte, die dazu beigetragen haben. Und dann gab es halt eine Flut an Abmeldungen der Spieler, die uns letzten Endes, also wir haben bis zum 20. Dezember wirklich versucht, die Mannschaft noch hinzubekommen, dass wir in die Rückrunde starten können. Nur es ist ein unglücklicher Zeitpunkt gewesen mit Weihnachten und alles, dass wir dann gar keine andere Wahl hatten, wie jetzt die erste Mannschaft zurückzuziehen. Okay. Die Wahl Wolfgang Rieger, wie kommst du dazu? Wir haben uns alle hier im Umfeld mit dem Wolfgang immer sehr gut verstanden und denken auch, dass der Wolfgang noch ein bisschen Zeit gebraucht hätte. Er ist relativ früh entlassen worden vom damaligen stellvertretenden Abteilungsleiter Ayman Kapdeni. Wir haben ja das nicht wirklich verstanden. Es war auch nach dem Spiel bei den Tabellenersten, wo man sagen könnte, okay, da war nicht mitzurechnen, dass wir sowieso was holen. Wenn es jetzt ein anderes Spiel gewesen wäre, dann hätte man vielleicht noch was sagen können, aber es war halt sehr unglücklich. Und ich war mit dem Wolfgang immer in Kontakt, habe das dann im November als kommissarischer Abteilungsleiter übernommen und hatte den Wolfgang dann gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, hier was mit aufzubauen. Ne? Und du brauchst jemanden, der sich im Amateurfußball auskennt. Das kenne ich eben nicht, weil ich aus dem Jugendbereich komme. Und deswegen fiel die Wahl auf Wolfgang. Wolfgang, was sagst du dazu? Es ist ja, glaube ich, immer eine komische Sache für einen Trainer, entlassen zu werden, um dann wieder doch zurückzukommen, aber jetzt unter natürlich einem vollkommen neuen Ziel. Wie siehst du die Situation für dich selber? Ja, gut. Selber möchte ich mich gar nicht so wichtig nehmen. Ich fände es schade, wenn morgen kein Fußball mehr gespielt werden würde. Deshalb musste ich auch nicht lange überlegen. Das ist ein klasse Verein. Hier steckt auch meines Erachtens Potenzial in diesem Verein, wenn er von den richtigen Personen gelenkt wird. Klar, ist eine schwierige Aufgabe. Wir haben keine Mannschaft. Es wird jetzt schwer, 18, 19, 20 Spieler für den Sommer zusammenzubekommen. Aber schwierige Aufgaben reizen ja eher als einfache Aufgaben. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, ein guter Verein. Die Anlage ist top. Wenn jetzt der Kunstrasenplatz dazukommt, musst du erstmal so eine Anlage in Köln finden. Aber ich denke, es ist erstmal wichtig, dass man den Verein wieder auf gesunde Füße stellt und mal vernünftig 4-5 Jahre in Ruhe, ja, human auf dem Platz steht und mal ein bisschen so aus dem Negativtrend oder Negativschlagzeilen rauskommt. Von daher war das gar keine große Überlegung. Ich habe mich immer wohlgefühlt und die einzelne Person, die mich dann entlassen hat, das war eine Entscheidung von der Person her. Deshalb mache ich das gar nicht an der SG Worringen fest und ja, habe mich dann dazu entschlossen, hier wieder anzufangen.
Kleine Zwischenfrage, in welcher Liga würdet ihr als Landesliga-Absteiger wieder anfangen mit der ersten Mannschaft? Als erster Absteiger würdest du in der Bezirksliga anfangen können. Wir sind aber in der Meinung, dass wenn man einen kompletten Kahlschlag macht, dass es sinnvoller ist, in der Kreisliga A wieder anzufangen. Und den Antrag werden wir dann beim Verband stellen, dass wir in der Kreisliga A starten können, dürfen. Okay, kleine Frage zu deiner Mannschaft der Hinrunde zur Landesliga. Du hattest einen Wahnsinnskader, der sehr, sehr großzügig zusammengestellt worden ist. Ist die Mannschaft falsch zusammengestellt worden? Weil letzten Endes waren da sehr gute Fußballer drin, die aber die Erwartungen sportlich meiner Ansicht nach nicht erfüllt haben. Gut, eine Woche vor Meisterschaftsende bin ich mit Worringen übereingekommen, hier als Trainer anzufangen. Ich konnte in der Kürze der Zeit 3 Spieler oder 4 nachher hier zur SG Worringen lotsen. Die Namen kennt jeder, Telmo und Philippe und Tobi und nachher noch den Paul Mösinger. Das waren die Spieler, die ich hierhin locken konnte. Der Kader, gebe ich dir recht, von den Einzelspielern überragend. Ja, noch ein Kahn Akscha, der dazu kam, Yannick Jerusalem. Also wirklich gute Jungs. Letztendlich habe ich es in der Zeit nicht geschafft, daraus eine Einheit zu formen. Und das ist das, was ich mir letztendlich auch ein bisschen ankreide. Hätte ich mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle anders angehen müssen als Trainer. Aber wie wir es eben schon besprochen haben, normalerweise diese Jungs hätten eigentlich kein Trainer benötigt, von dem, was sie können, von dem Talent her. Aber es ist leider keine Einheit gewesen. Was soll jetzt anders werden? Was nimmst du daraus mit und was soll jetzt anders werden bei der neuen Mannschaft? Weil es werden ja auch mit Sicherheit finanziell andere Bedingungen sein. Und wie willst du die neue Mannschaft praktisch aufstellen? Oder wo sollen die Spieler herkommen? Damals, als ich in Deutsch übernommen habe, ich hatte ja jahrelang, war ja mein Freund, der Raphael Gilbeck Trainer und ich sein Co-Trainer, er hat mir damals immer gesagt, wir sollten mehr auf die Jugend setzen. Ich habe immer entgegnet, ja, aber ganz nur mit jungen Spielern funktioniert es nicht. Du brauchst immer ein paar erfahrene Spieler, die dabei sind. Jetzt, 6-7 Jahre später, verstehe ich, was er gemeint hat. Ich glaube, heutzutage ist es wirklich sinnvoller, wenn du versuchst, mit jungen Spielern was aufzubauen, die vielleicht hier aus der Nähe kommen, die eine gewisse Beziehung auch zum Verein haben, die auch nach dem Training mal 1-2 Stunden sich hier ins Bistro setzen, dass du das Stück für Stück aufbaust, dass du versuchst, eine vernünftige A-Jugend ins Leben zu rufen, damit du daraus mal zehren kannst. Das können wir momentan nicht. Klar besteht dann irgendwann mal die Gefahr, dass wenn du dann das vernünftig hinkriegst, dass dann Vereine hier aus der Umgebung, ich sage jetzt nur mal FC Pech, die es in den letzten Jahren richtig gut gemacht haben, dass die dann vielleicht den einen oder anderen Spieler dann abwerben würden, aber wäre dann ja auch eine gewisse Bestätigung, dass man es richtig macht. Aber ganz klar, wir sollten jetzt erstmal versuchen, auf die Jugend zu setzen und dass wir so schnell wie möglich 18, 19 Spieler zusammenbekommen, dass wir vernünftig in der Kreisliga A starten können. Aber auch ganz klar, es funktioniert auch in anderen Vereinen ohne Geld. Ja, sonst hättest du ja keine Kreisliga A. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Kreisliga A oder auch in der Bezirksliga, dass da so viel Gelder fließen würde. Also die meisten Flittert, Poll, ja, wo es gar keine Aufwandsentschädigung gab, da hat es auch funktioniert. Warum soll es dann hier nicht auch funktionieren? Rainer, woher kommt der Negativ oder wo kommt es her, dass eine negative Meinung über die SG Worringen herrscht? Ich hatte im Vorfeld ja schon gesagt, dass mich auch diese Woche jemand angesprochen hat und hatte gesagt, ey, Worringen kannst du vergessen, da läuft immer alles nur Scheiße, wenn man das mal einfach so drastisch sagen darf. Gut, euch passiert das ja zum zweiten Mal, dass eine Mannschaft zurückgezogen wird, aber das alleine kann es ja nicht sein. Es sind ja so viele Vereine, die sagen, ach, in Worringen läuft gar nichts oder sowas. Woher kommt das? Was meinst du, woher dieses Stimmungsbild erzeugt wird? Weil in den letzten Jahren unheimlich viel falsch gemacht worden ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Die Außendarstellung
ist nie wirklich transparent gewesen. Es sind Entscheidungen getroffen, die dann nach außen nicht kommuniziert worden sind. Wieso, weshalb, warum? Und man hat den Fokus auf die erste Mannschaft gelegt und hat sich nicht quasi nach links und rechts gedreht und auch nicht um die Mitstreiter in den Ligen. Und das gibt dann irgendwo dieses arrogante Bild ab, das Worring irgendwann sich halt leider Gottes erarbeitet hat und über Jahre gepflegt hat und dadurch einen Negativtrend geschaffen hat. So würde ich es jetzt mal als beurteilen. Ja, wie gesagt, ich war im Sommer hier, wie die neue Mannschaft vorgestellt wurde. Es war eine Wahnsinns-Euphorie und ein Wahnsinnskader. Jeder dachte, das kann ja nur funktionieren und es hat ja nur nicht. Und ich meine, ihr habt ja jetzt auch einen großen Preis dafür bezahlt, denke ich mal. Was soll noch anders strukturiert werden im Verein? Also der ehemalige Abteilungsleiter ist, glaube ich, zurückgetreten. Darum bist du ja jetzt kommissarischer Abteilungsleiter. Und sportliche Leitung oder Teammanager ist, glaube ich, auch schon vor Monaten zurückgetreten. Was soll jetzt anders werden? Wie wollt ihr das neu aufbauen? Wie der Wolfgang gesagt hat, also wir wollen eine strukturierte Jugend haben. Die Jugendarbeit in Worring ist relativ gut. Wir müssen halt an einer A-Jugendmannschaft arbeiten, also dass wir da wirklich in allen Altersklassen besetzt sind, dass auch was nachkommt. Wir wollen keine Entscheidung mehr treffen, die also allein getroffen werden können. Wir haben ein Gremium gebildet aus mehreren Personen, wo diese Entscheidungen, die jetzt anstehen, gemeinsam besprochen werden, wo es dann immer einen Mehrheitsentscheid gibt. Das soll geändert werden. Ja, die Arbeit nach außen hin soll positiver verlaufen. Dahin wollen wir das Bild ändern. Und wie der Wolfgang das eben auch schon gesagt hat, wir wollen, dass Worring in ruhige Fahrwasser kommt. Also wir stecken uns nicht mehr die hohen Ziele. Du hast es ja gesagt, mit einem guten Kader. Da wurde das Ziel ja mehr oder weniger dann schon allein mit den Namen vorgegeben. Also was wollen wir halt nach Möglichkeit verhindern und aus den Fehlern der letzten Jahre endlich mal was lernen. Wer hat die zweite Mannschaft auf den Rückzug reagiert? Gemischt. Du hattest ein paar, die gesagt haben, verständlich bei der Leistung, die sie jetzt die Saison gebracht haben. Aber ein paar konnten es jetzt auch nicht wirklich verstehen. Die Spieler, hatte ich eben auch schon mal gefragt, die Spieler können alle jetzt oder sind alle ablösefrei. Also sowohl die Spieler der ehemaligen ersten Mannschaft auch als die Spieler der zweiten Mannschaft sind ablösefrei für andere Vereine jetzt. Genau, daher, dass wir den großen Schnitt gemacht haben und auch die zweite Mannschaft zurückgezogen haben und jetzt wirklich quasi bei Null anfangen, sind alle Spieler ablösefrei. Wann geht die Planung los oder läuft die Planung schon? Wie sieht es aus? Gibt es schon erste Erfolge oder seid ihr einfach nur in der theoretischen Planung im Moment? Wir haben im Januar, also Anfang Januar, angefangen zu planen. Haben ein bisschen die Struktur erstmal jetzt geplant und wollen jetzt spätestens ab Februar dann anfangen zu handeln. Wie haben die Spieler denn die Möglichkeit, hier vorzuspielen? Gibt es hier freies Training? Gibt es die Möglichkeit, hier Probetraining oder am Probetraining teilzunehmen? Wie ist das geplant und ab wann startet das? Der Wolfgang und ich, wir werden uns jetzt bemühen, erstmal Spieler zusammenzubekommen. Dann kann man auch planen, ab wann das Training wieder startet. Aber wir werden mit Sicherheit Termine über die sozialen Medien und alles bekannt geben, wo auch freies Training ist. Also wenn jemand Lust hat, Fußball zu spielen und denkt, er hat das Zeug für die Kreisliga A, dann kann er gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Und wir werden da auch freie Trainings haben und Leute sind auch gern gesehen, ein Probetraining zu machen, wenn jetzt kein freies Training ist und der Wolfgang dann mit der Mannschaft schon im Training ist. Seid ihr davon überzeugt, dass das neue Konzept das Zukunftskonzept für die SG Worringen bildet und ihr damit wirklich in ruhiges Wasser geratet und mal so ein paar Jahre ruhig verbringen könnt? Weil das Vertrauen mit Sicherheit fehlt ja jetzt in den Verein, ja. Wenn wir nicht davon überzeugt wären, würden wir es nicht machen, aber wir sind auch nicht beratungsresistent. Also wenn wir merken, dass was nicht läuft, dann werden wir versuchen, gegenzusteuern. Also das ist ein ganz klares Ziel von uns, dass der Aufbau der SG Worringen
ganz oben steht und dass wir da gewillt sind, auch einiges zu ändern. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon ganz anders an als im Sommer, ja. Ja, perfekt. Dann wünsche ich euch bei eurem neuen Projekt alles Gute, viel Erfolg und wir werden natürlich als Passschuss-Tor definitiv dranbleiben. Euch alles Gute, viel Erfolg beim neuen Projekt. Danke. Dankeschön. Das sollte man...